Ja, also ich fühle mich super gut. Das zweite Modul ist schon viel entspannter. Wir kennen uns schon ein bisschen besser. Und ja, wir haben ein super cooles Kennenlernspiel gemacht. Und heute sprechen wir ganz viel über Bedürfnisse und wie eine wertschätzende Kommunikation funktioniert. Und ja, ich glaube, da kann man super viel mitnehmen für seine Teams, aber auch für sich persönlich. Wir sind hier heute bei schönstem Wetter beim zweiten Modul der Game Changer Ausbildung. Haben heute schon über Kommunikation gesprochen. Das Thema war wertschätzende Kommunikation. Wir haben einige coole Sachen schon gelernt, coole Tools, wie man wirklich besser kommunizieren kann, wie man herausfinden kann, was für Bedürfnisse unsere Sportler oder uns selber auch motivieren, wie man damit arbeitet und wie man damit umgeht im Optimalfall. Heute ist die intensive Thematik der Kommunikation, wie wir besser kommunizieren, wie wir uns besser ausdrücken, was das mit unseren Bedürfnissen und Strategien zu tun hat. Macht einfach Spaß in so einer Gruppe, in der jeder im Endeffekt dasselbe Ziel hat, nämlich an sich zu arbeiten und sich da gegenseitig beizuhelfen. Das ist das Coole hier. Ich fühle mich wieder super wohl. Man merkt richtig, dass wir uns schon besser kennen jetzt. Im Gegensatz zum ersten Modul und sind eine eingeschweißte Truppe. Ich freue mich heute aufs Bowlen, dass wir ein bisschen in die Halle gehen und ein bisschen zusammen die Zeit verbringen, ein bisschen uns noch besser kennenlernen. Gestern ein kleines Kennenlernspiel zusammen gemacht, noch ein, zwei Bier zusammen getrunken und ich bin ganz gespannt, wie der Tag heute noch wird, wie der endet, was wir für Lösungswege erarbeiten, was Pierre uns mit an die Hand gibt. Und ich freue mich. Wetterspiel mit. Wird gut.